Schaulaufen der deutschen Kino-Nachwuchsstars in Berlin. Das People-Magazin Bunte verleiht die New Faces Awards Film und 500 Gäste aus der Unterhaltungsbranche kommen ins Umspannwerk Alexanderplatz, wo die S-Bahn hoch über dem roten Teppich dahinrattert. Für einen Jungschauspieler ist das Blitzlichtgewitter besonders aufregend. Der 10-jährige Julius Weckauf bekommt den Sonderpreis für seine Rolle als Harpe Kerkeling in Der Junge muss an die frische Luft. Grund zum Feiern gibt's auch für die Protagonisten der Teenie-Romanze Das schönste Mädchen der Welt. Aaron Hilmer und Luna Wedler bekommen den Roten Panther als beste Nachwuchsschauspieler. Es geht mir auch nicht ums Preise machen, es geht mir darum, tolle Filme und geile Charaktere zu spielen. Wenn ich mit denen einen Preis gewinnen kann, ist das umso schöner. Regisseur Alireza Golovschan bekommt den Preis für den besten Debütfilm, die Gaunerkomödie Goldfische. Frühere Preisträger der New Faces Awards zählen heute zum Who is Who des deutschsprachigen Films. Zu ihnen gehören Stars wie Hanna Herzsprung, Nora Tschirner oder Daniel Brühl.